Werbung schalten trotz schlechter Wirtschaftslage. Wie sollte man damit jetzt umgehen und was sind da unsere Erfahrungen und Tipps für dich? Das erfährst du heute. Viel Spaß dabei. So, herzlich willkommen zum nächsten Video. Ich bin wie immer Nico, habe heute den Saad wieder mitgebracht und wir sprechen über ein top aktuelles Thema. Und zwar geht es um die aktuelle Wirtschaftslage, die jetzt bekanntermaßen nicht so wirklich gut ist. Wir sprechen von Inflation, wir sprechen von ja, einfach weniger Kaufkraft im Markt. Und die Frage ist natürlich für dich als Fachhändler oder Handwerker, wie gehe ich damit um? Was hat das für Einfluss auf mein Unternehmen, auf mein Marketing und was empfehlen mir die A&M da? Also das Erste, was man schon mal sagen kann, was wahrscheinlich so das Wichtigste auch ist, das Ganze darf es nicht überbewerten. Also natürlich ist es klar, die Zeichen stehen gerade nicht so gut in der Wirtschaft, aber das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, zumindest im Punkt Marketing, ist dich da so einzuigeln. Wir haben mehr oder weniger so eine gleiche Bewegung schon mal gehabt, Anfang von dieser ganzen Covid-19-Pandemie. Da war es auch so, die Leute wussten nicht, okay, was passiert hier jetzt und haben sich eingeigelt. So, und ein Fehler, den du halt dort oder den wir sehr, sehr häufig einfach sehen, ist, dass die Leute mit diesem Einigeln beginnen beim Marketing. Und das ist natürlich irgendwo, ja, um nicht zu sagen dumm, aber es ist jetzt nicht wirklich clever, weil Marketing ist ja sozusagen die erste Instanz, die dich und dein Unternehmen zumindest umsatztechnisch voranbringt, zumindest wenn es richtig gemacht wird. Und natürlich kann es mal eine Phase geben, wo du jetzt sagst, okay, ich muss jetzt vielleicht mal über einen gewissen Zeitraum Kosten einsparen oder sowas. Aber unser Appell ist einfach, versucht es nicht im ersten Schritt über das Marketing zu machen, weil was soll dann passieren? Ja, ich meine, die Kaufkraft geht zurück, das ist schon richtig. Das heißt aber auch, dass Empfehlungen zurückgehen werden, sehr wahrscheinlich. Und alle anderen Kanäle, die du vielleicht für Umsatz hast, genauso. Und dann ist es doch eigentlich schön, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier einen Kanal, da gebe ich zwar ein bisschen Geld aus, aber der bringt mir mehr oder weniger ja, sicher meine Anfragen rein. So, und wenn du merkst, meine Abschlussrate wird vielleicht weniger, dann muss man halt da gucken, okay, wie kann man die notwendige Anzahl an Anfragen generieren, damit man auch mit 30, 40% weniger Abschlussrate den gleichen Umsatz hat. Also Regel Nummer eins, und das gilt jetzt auch für die nächsten Monate definitiv, versuch nicht, diese Kosteneinsparungen im Marketing zu machen. Marketing ist das Erste, was dir wieder Geld zurückbringt, sehr wahrscheinlich, wie gesagt, wenn es richtig gemacht wird. Deswegen Punkt Nummer eins, wie gesagt, lass das Marketing auf jeden Fall weiterlaufen, mehr oder weniger egal, was am Markt gerade los ist. Ja, für mich auch ein wichtiger Punkt ist, auch etwas Verständnis für den Kunden zu haben. Ganz wichtig, wenn es schon immer lief und jetzt läuft es irgendwie nicht mehr so, gerade wegen den Punkten, die mein Kollege gerade angesprochen hat. Wir gehen jetzt dem Jahresende zu. Strompreise steigen, alles wird teurer, es kommt jetzt noch Weihnachten, Neujahr etc. Bring ein bisschen Verständnis für den Endkunden mit, weil es ist nicht selbstverständlich, dass ein gewisser Kunde jetzt 30, 40, 50.000 Euro jetzt kurz vor dem Jahreswechsel nochmal ausgibt. Ja. Ja. Was du jetzt machen solltest, ist auch vielleicht die Chance nutzen, um zu gucken, wie kriege ich diesen Abschluss aber trotzdem hin. Ja. Ja. Das heißt, wie kann ich meine Dienstleistung vielleicht verbessern, dass ich diesen Abschluss vielleicht jetzt hinkriege, alles in trockenen Tüchern habe und trotzdem der Aufbau nächstes Jahr ist. Ja. Ja. Was halt auch viele nicht wissen, viele Endkunden, dass zum Beispiel, wenn sie jetzt zum Beispiel eine neue Heizung brauchen, dass selbst wenn sie jetzt sofort unterschreiben würden den Vertrag und alles planen würden, dass es trotzdem 6 Monate dauert. Ja. Also bring Verständnis für den Kunden mit, warum er gerade denkt, es klappt jetzt nicht, also ich muss das verschieben, aber erklär ihm, warum es gerade wichtig ist, jetzt schon diesen Schritt zu gehen. Ja. Weil diese Planung, also vom Hausbau zum Beispiel, jetzt beim Neubau bis zur Endphase oder bei einer Renovierung von Anfang bis Ende, die dauert in der Regel mit Lieferung und alles drum und dran 6 bis 7 Monate. Ja? Ja. Und der Kunde denkt gar nicht so weit. Der denkt nur, ich habe jetzt gerade vielleicht nicht das Geld dafür, aber das heißt nicht, dass er, wenn er das Geld in 6 Monaten hat vielleicht, ja, dass er dann auf einmal nicht mehr die Kapazitäten hat, weil niemand mehr dort montieren kann. Also zeige dem Kunden, welche Probleme es auf sich hat, das Ganze zu schieben und vielleicht kannst du auch diesen Nachteil zu deinem Vorteil machen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Eine Sache, die ich da noch ergänzen möchte, die aber mehr oder weniger das Thema von Sarah zusammenfasst, bilde dich vor allem auch im Vertrieb weiter. Ja, also Ja. wir geben dir hier auf dem Kanal ganz, ganz viel Input zu diesem Thema. Wenn du unser Kunde bist oder unser Kunde werden möchtest, dann geben wir dir natürlich auch ganz viel Input. Aber letzten Endes fasst es das eigentlich ganz gut zusammen, weil wir betreuen jetzt knapp über 600 Partner. Wir sprechen mit diesen Partnern relativ eng und regelmäßig auch miteinander. Und was uns da natürlich auffällt, bei dem einen fällt die Abschlussquote mehr als bei dem anderen. So. Und die erste Frage, die ich mir jetzt stelle, von mir aus, ich habe zwei Partner. Bei dem einen ist die Abschlussquote um 50% gesunken, bei dem anderen aber nicht. So, und dann frage ich mich, okay, ihr bietet das gleiche Produkt an.
ihr habt doch irgendwie vielleicht sogar denselben Hersteller, die gleichen Anfragen. Wie kommt das zustande? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Der Partner Nummer zwei, der die bessere Abschlussquote hat, der ist irgendwo auch besser im Vertrieb. Besser heißt in dem Falle einfach hartnäckiger. Ja, das heißt, das Thema, was wir auch schon auf dem Kanal relativ häufig gepredigt haben, Follow-up, also den Leuten wirklich hinterhergehen, wenn mal ein Angebot geschrieben wurde, das wird jetzt umso wichtiger, weil es ist einfach so, die Produkte werden trotzdem verkauft am Markt. Ja, der Bedarf, der wird ja nie auf Null gehen, das ist klar. Nur dieser ganze Kaufzyklus, der geht vielleicht hoch von meinetwegen 2 Wochen auf 2 Monate. Ja, oder vielleicht auch mal 4 Monate. Also es kann halt durchaus sein, dass du 3, 4, 5 Monate brauchst, um einen Auftrag zu schreiben. Heißt natürlich nicht, dass du in diesen 4 Monaten jeden Tag anrufen musst, aber du musst trotzdem dich jetzt vielleicht länger um den Kunden kümmern, bis er am Ende des Tages zusagt, einfach weil er unsicherer ist, weil die Zeiten, wie gesagt, jetzt gerade sehr, sehr unsicher sind und die Leute nicht so ganz wissen, wie sie damit umgehen sollen und wollen. Ich meine, wie mein Kollege schon gesagt hat, für dich als Unternehmer ist es gerade extrem schwer zu denken und zu handeln vielleicht. Das ist aber für den Privatmenschen ganz genauso. Und deswegen macht es da auf jeden Fall schon mal ganz viel Sinn, wie gesagt, Verständnis mitzubringen, sich da so ein bisschen reinzuversetzen und dann aber nicht zuletzt ja, sich im Vertrieb so weiterzubilden, dass man sagt, gut, mit dem, was ich jetzt noch habe, hole ich das Beste raus. Weil ich kann dir definitiv sagen, das ganze Thema Follow-up wird von vielen immer noch hemdsärmlich einfach gemacht. Und deswegen ist es halt für dich eine Riesenchance, wenn du es machst. Also schau dir das hier auf jeden Fall oder schau die anderen Videos auf jeden Fall weiter an, gerade zum Thema Vertrieb. Haben schon unglaublich viel Input gebracht und abonniere definitiv auch den Kanal, dann verpasst du nichts mehr. Aktiviere die Glocke, dann kriegst du sogar eine Nachricht, wenn wir irgendwas Neues hochladen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß, bis zum nächsten Mal.